Hallo, heute geht es um Supercomputer und die Überschrift zum heutigen Artikel lautet Googles Announcement that it has achieved quantum supremacy with a 43-qubit quantum computer greases the skids for all cryptocurrency and military secrets protected by cryptography to be breakable in a stunning new development that will change the world. Gut, fangen wir mit den Vokabeln an. Die erste Vokabel heißt achieved. Das heißt übersetzt erreicht. Das Verb heißt to achieve, das heißt etwas erreichen. Das darf man nicht verwechseln mit to archive. To archive sieht so ähnlich aus, ne? Aber hier habe ich ein R, hier habe ich kein R und hier habe ich ein IE und hier habe ich nur ein I. Ja, to archive, das heißt archivieren. Ja, da kann man sie ganz schnell verwechseln. Die beiden Wörter sehen fast genauso aus. Deshalb habe ich das dahinter geschrieben. Gut, ein Qubit ist ein, das heißt in Deutsch auch so, das ist ein Quantenbit, ne? Also ein Bit in der Quantenmechanik. Ja, was ist ein Bit? Ein Bit kann zwei Werte annehmen, zum Beispiel Strom oder kein Strom oder hier eine 1 oder eine 0. Das ist zum Beispiel eine Zahl, mit der rechnen Computer. Wir Menschen haben ja 10 Finger und deshalb haben wir auch 10 Ziffern von 0 bis 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, aber Computer rechnen nur mit Nullen und Einsen. Die haben ein eigenes Zahlensystem, das werde ich auch mal in den nächsten Videos erklären. Da gibt es also nur zwei Ziffern, nur 0 und 1. Und eine so eine Stelle ist ein Bit. Zum Beispiel das hier ist das erste Bit, das kann eben wie gesagt den Wert 0 oder 1 haben. Ja, und diese Bits gibt es auch in der Quantenmechanik, die werden da quantenmechanisch realisiert und das ist dann ein Qubit. Supremacy, das heißt Überlegenheit, Herrschaft oder Vormacht, also irgendwas, was höher gestellt ist. Da gibt es ja auch gerade die große Diskussion in den USA über die sogenannte White Supremacy, die Überlegenheit der weißen Rasse, dass die also alles unter Kontrolle haben, während die anderen Rassen unter der Herrschaft, unter der Supremacy der Weißen leben müssen. Ist natürlich vollkommener Quatsch, aber kann man viel Geld mitmachen. Gut, die nächste Vokabel, to grease the skids. Das heißt sowas wie den Weg ebnen. Ja, wo kommt das her? Das kommt aus dem Schiffsbau, das weiß ich, weil mein Vater war Schiffsbauer, mein Opa auch. To grease heißt einfetten und skids heißt Laufschiene. Ja, und früher wurde eben ein Schiff an Land gebaut und dann gab es den sogenannten Stapellauf. Dann wurde das Schiff auf einer Rutsche in das Wasser runtergeleitet. Ja, dann wurden irgendwelche Seile gekappt und dann rutschte das da runter vom Land in das Wasser rein. Ich glaube, das macht man heute gar nicht mehr oder weniger. Und da mussten eben diese Laufschienen, wo das runterrutscht, das Schiff, ja, diese Skids, die mussten eben eingefettet werden. Ja, da musste sozusagen der Weg geebnet werden. Ja, das ist also eine Vokabel so im übertragenen Sinne. Das heißt so ungefähr sowas wie den Weg ebnen. Ja, die nächste Vokabel ist Skynet. Skynet ist der Name eines Supercomputers aus dem Film Terminator 3. Ja, mit Arnold Schwarzenegger. Das ist so ein Actionfilm, ein Zukunftsfilm, ein Science-Fiction-Film. Und das ist da der Supercomputer, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Weltkrieg auslöst. Ja, weil der Supercomputer, der trifft alle Entscheidungen, nicht mehr die Menschen, sondern der Supercomputer macht alles. Ja, und in diesem Artikel wird eben gesagt, dass viele Menschen jetzt Angst haben, dass dieser neue Computer von Google sowas wie Skynet wird, der die Weltherrschaft erlangt. Ja, in dem Artikel steht dann auch noch, dass dieser Computer, den Google da baut oder gebaut hat, der rechnet in 200 Sekunden,
genauso viel aus wie ein normaler Supercomputer in 10.000 Jahren. Ja, das ist wirklich ein Quantensprung. Das ist eine ganz andere Art von Computer, muss man sich mal vorstellen. In ein paar Sekunden berechnet der genauso viel wie ein anderer Supercomputer, ne? Also wir reden nicht vom PC oder so, wie ein anderer Supercomputer in 10.000 Jahren. So, und jetzt haben natürlich diese ganzen Firmen Angst, dass dann ihre Kryptographie zusammenbricht. Ja, weil wenn man einen Supercomputer hat, der genügend schnell ist, dann kann man alle Codes knacken und dann bricht zum Beispiel diese Kryptowährung Bitcoin zusammen. Ja, da sind wir auch schon bei der nächsten Vokabel, Cryptocurrency. Ne, also Currency kennt ihr sicher aus der Schule, das heißt Währung, ne, also sowas wie englisches Pfund oder Lira, nee, die gibt's ja nicht mal, japanischer Yen, ne, also eine Währung, die Währung eines Landes. Und Cryptography, das ist die Lehre von der Kryptographie, also Verschlüsselungstechnik. Machen wir vielleicht auch irgendwann mal in Informatik, aber in den nächsten Jahren nicht, sage ich mal. Da habe ich zu viel zu tun. Breakable, das heißt sowas wie zerstörbar oder angreifbar. Gut, also mit diesen Vokabeln müsstet ihr den Artikel verstehen. Ich habe euch ja auch schon mal was zum Inhalt gesagt. Ihr wisst ja schon mal grob, worum es geht. Und wir wollen uns jetzt nochmal die Überschrift angucken. Also, Googles Announcement, Googles Ankündigung, that it has achieved, dass sie erreicht haben, Quantum Supremacy, die Herrschaft über die Quanten oder die Quantencomputer, with a 43-Qubit Quantencomputer, mit einem 53-Qubit Quantencomputer. Greases the skids, also ebnet den Weg for all cryptocurrency, für alle Kryptowährungen, and military secrets und militärischen Geheimnisse, protected by cryptography, die geschützt werden durch Kryptographie, to be breakable, dass sie zerbrochen werden können, also dass sie zerstört werden können, in a stunning new development, in einer erstaunlichen neuen, durch eine erstaunliche neue Entwicklung, that will change the world, die die Welt ändern wird. Ja, also Googles Ankündigung, dass sie die Herrschaft im Quantenbereich über die Quantencomputer erreicht haben, mithilfe eines 53-Qubit Quantencomputers, ebnet den Weg, dass alle Kryptowährungen und militärischen Geheimnisse, die bislang geschützt wurden durch Kryptographie, nun zerstörbar sein werden, durch eine neue Entwicklung, welche die Welt ändern wird. Ja, so kann man das ungefähr übersetzen. Ja, damit sind wir am Ende. Auf Wiedersehen.